Kurz vor dem Leipzig-Spiel werden unsere Personalsorgen größer. Darüber reden wir heute und über vieles mehr nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Renico. Nie im Leben, nie im Leben. Ja, meine Freunde, heute ist es wieder soweit. Wir haben einen Tag vor dem Matchday. Morgen der große, große Livestream. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ein paar von euch schalten ein. Jetzt kommen wir aber zu direkt etwas ganz, ganz Wichtigem. Gerade eben kam es von der Deichstube rein. Davy Selke wird morgen das Spiel auf jeden Fall verpassen. Das heißt, wir haben eigentlich gestern noch in der Prognose, deswegen auch dieses Video noch, gestern in der Prognose Davy Selke in Sturm gestellt. Und in den Kommentaren war auch oft Selke für seine Mentalität gewünscht gegen Leipzig. Aber daraus wird jetzt schon mal nichts mehr. Dann gibt es weitere Nachrichten. Auch Füllkrug wird dieses Spiel verpassen. Maxi Eggestein ist wieder am Start. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen uns vorne neu umstellen. Zwangsläufig. Und jetzt ist natürlich die Frage, spielt man so wie gegen Stuttgart mit Sargent, Bittencourt und Chong? Ich denke, wir können uns jetzt so ein bisschen fast schon festlegen, dass Chong gesetzt sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt rausrotiert, wenn Selke dann auch nicht da ist. Das macht auch irgendwie keinen Sinn. Also ich denke schon, dass Chong von Anfang an spielt. Ich glaube auch, dass eventuell Leipzig ihm liegen könnte, weil es halt auch eine Mannschaft ist, die sehr viel über Zweikämpfe und schnelle Ballgewinne kommt. Das heißt, im Allgemeinen, Leipzig steht einfach höher. Natürlich haben die eine bombenfeste, gute Defensive auch. Aber es ist tendenziell einfach mehr Platz auf dem Rasen als gegen eine Mannschaft, die viel tiefer steht und hinten sich einbunkert. Ist gegen Leipzig, wie gesagt, deutlich mehr Platz. Das muss man mal festhalten. Und bei Kontersituationen. Natürlich musst du auch erstmal in die reinkommen. Aber wenn, dann tut so ein Chong gar nicht mal so schlecht. Ich bleibe auch weiterhin dabei, dass ich sage, Romano Schmid würde ich auf die 10 packen für Osako. Denn auch in der Defensivarbeit denke ich, dass Romano nochmal ein Stück was mehr arbeitet. Und den werden wir brauchen, gerade im Zentrum einen, der da mehr arbeitet. Denn auf der gegnerischen Seite Emil Forsberg macht unfassbar viele Bälle fest. Spielt ganz, ganz schnell den Ball weiter. Und wenn du dem zu viel Freiraum lässt, fackelt er auch mal ein. So Leute musst du halt in den Griff kriegen. Allgemein ist natürlich die Leipziger Offensive mächtig, aber auch ohne klassischen Mittelstürmer, außer Solüt, ich weiß jetzt nicht genau, wie man ausspricht. Das wäre vielleicht noch einer, den du als tendenziell mittig, aber sonst sind es eher kleinere, beweglichere Spieler, die über Tempo und Schnelligkeit, also Tempo und Schnelligkeit kommen. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ist ja wohl klar. Auf jeden Fall geht es halt für uns auch darum, dass wir überlegen müssen, wie stellen wir vorne neu auf. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, dass Chong stehen bleibt, also drauf bleibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Chong vielleicht die rechte Seite mal wieder kriegt, weil er ja tendenziell eigentlich in der Vorbereitung immer so aufblitzt hat, dass er sich rechts wohler fühlt und dann links reinzieht, damit er seinen starken Fuß dann hat. Und würde ich sogar begrüßen, wenn er dann auch mal rechts spielen würde. Auf dem linken Flügel könntest du rein theoretisch auch Sargent stellen, als Mittelstürmer, kannst du auch Bittencourt stellen, aber jetzt mal angenommen, du würdest Sargent auf dem linken Flügel stellen, hättest du im Sturm eine weitere Position frei, Bittencourt würde man eine Pause gönnen, beziehungsweise könnte man in der Halbzeit bringen und vielleicht vorne drin mit einem anderen Stürmertyp gehen, wie Woltemade, eine Chance geben, sich da zu beweisen. Oder natürlich könntest du auch einen Ehrendienti hochziehen, aber ich sehe es immer sehr unwahrscheinlich an, dass ein Spieler aus der U23 direkt in die Startelf reingeht. Deswegen tue ich mich da mehr schwer. Dann würde ich eher auf den Woltemade schätzen, der vielleicht mal ein, zwei Bälle auch festmacht und dann die Flügel nachrücken können mit Sargent und Chong. Dahinter Romano Schmid, der die dann nochmal füttert. Das wäre vielleicht eine Variante. Wie gesagt, du könntest genauso gut auch mit Sargent jetzt Mittelstürmer spielen und Bittencourt links, Chong rechts, Seitenwechsel, wie auch immer. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie glaubt ihr, spielen wir gegen Leipzig? Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich muss auch da nochmal ein dickes Dankeschön raushauen. Gestern ganz, ganz viele Kommentare wieder da gewesen. Super geil. Ich feiere diese Community einfach. Wir sind hier wirklich eine coole Truppe. Und morgen gegen
Ich denke mal zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, sowas um den Dreh, werde ich spätestens online sein. Und dann werden wir erstmal nochmal ein bisschen talken. Dann kommt die Livestream 11 und dann reagieren wir auf die feste Aufstellung. Und dann gucken wir das Spiel auch zusammen. Also seid dabei, um nichts zu verpassen. Ich freue mich auf euch und würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische. Ciao.